Was geht ab, Leute? Herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal. Schön, dass ihr wieder am Start seid. Im heutigen Video geht's um Boots. Los geht's. So Leute, schön, dass ihr wieder am Start seid. Wie im Intro schon gesagt, heute geht es um das Thema Boots. Und zwar habe ich meine Favorite Boots aus meinem Schuhschrank zusammengesammelt. Und wir gehen hier gleich zusammen einfach mal alle durch, was ich daran so mag, welche Boots ich am Start habe. Ja, und ja, prinzipiell, ich erkläre euch einfach mal was zum Thema Boots. Los geht's. So, wenn es um das Thema Boots geht, ist das Ganze bei mir aufgeteilt in zwei Farbkategorien. Ich habe braune Boots und ich habe schwarze Boots. Was anderes findet ihr bei mir ja gar nicht. Wenn ihr jetzt was anderes tragen möchtet, dann, ja, keine Ahnung, habe ich leider nichts für euch am Start. Aber ich denke, die Boots, die ich am Start habe, sind sehr, sehr nice. Deswegen fangen wir mal einfach mal an mit meinem Favorite Paar of Boots. Und das sind die Saint Laurent Desert Boots hier, die ich mir mal Vintage gekauft habe, also Secondhand. Ist ein sehr, sehr cooler Schuh, muss ich sagen, den gab es vor ein paar Jahren mal zu kaufen bei Saint Laurent. Ist nicht gefüttert, also nicht ideal für den Winter. Eher ein Boot, den man das ganze Jahr lang tragen kann, aber ist ein sehr, sehr schöner Schuh. Und wie ihr seht, die Sohle war mal so hell cremefarben, die ist gut eingetragen und ja, auf jeden Fall einer, wenn nicht sogar mein Favorite Boot aktuell, den ich habe, den ich aber zuletzt gar nicht mehr so viel getragen habe, weil irgendwie, ja, keine Ahnung, durch Corona, ja, bin ich so ein bisschen in eine andere Stilrichtung im Moment gerutscht. Dadurch, dass das Ganze ein bisschen mehr lockerer ist, man nicht viel machen kann, keine Ahnung, habe ich im Moment nicht so. Und vor allen Dingen, ich trage den auch viel auf Reisen, der ist super bequem. Bin ich einfach nicht dazu gekommen, den Schuh zu tragen, aber ist wirklich mein Favorite Paar auf Boots und ja, sehr, sehr nice. So, eine sehr gute Alternative, die ich mir letztes Jahr geholt habe und die ist auch ein bisschen wintergeeigneter, sind diese Boots hier von Gant. Sind ziemlich ähnlich, fast der gleiche Colorway, ein bisschen rötlicher und die Sohle im Prinzip war ähnlich mal hell, also so hell war die wahrscheinlich von den Saint Laurent Boots nie, aber ist ein sehr, sehr cooler Schuh, ist innen drin auch gefüttert, man hat innen drin so eine Fütterung, die gibt es leider auch nicht mehr zu kaufen, die hatte ich letztes Jahr auch mehrfach in meiner Instagram-Story drin, aber Gant hat auch immer wieder ganz coole Boots und da kommen wir später noch zu, sind auf jeden Fall sehr nice und ja, dieser Colorway, dieses Bräunliche gefällt mir einfach generell sehr gut und das sind auf jeden Fall ja das zweite Paar Boots, was ziemlich ähnlich ist zu den Saint Laurent Boots. So Leute, kommen wir zu dem nächsten Paar und zwar sind das Saint Laurent Chelsea Boots, die ich mir auch mal vor ein paar Jahren gegönnt habe. Wie ihr seht, hier seht ihr so ein bisschen, wie hell die Sohle teilweise noch war. So war die bei den anderen Boots auf jeden Fall auch und ja, ist ein sehr, sehr cooler Schuh. Auch den trage ich im Moment relativ selten, aber auch ich würde den nicht aus meinem Kleiderschrank verbannen, beziehungsweise in meinen Schuhschrank, weil ja, ist einfach ein super schöner, zeitloser Schuh. Und da muss man auch sagen, Chelsea Boot ist ein Thema für sich. Es ist für mich einfach eine zeitlose Schuhsilhouette. Also es ist gerade nicht im Trend, aber es ist ein klassisches Piece für mich, was man immer anziehen kann. Es sieht nicht schlecht aus, sieht immer ganz cool aus, hat auf jeden Fall einen coolen männlichen Charakter. Gab ja mal eine Zeit lang, wo ich sag mal Kanye West und Co. diese ganzen Chelsea Boots darauf getragen haben. Dadurch kam das extrem in Trend und kommen Projects hier und dies und das und jenes. Und alle haben Chelsea Boots getragen, aber aktuell ist das Thema so ein bisschen abgeflacht. Trotzdem ist das für mich eine Schuhsilhouette, die wirklich immer geht und die ich wirklich gerne trage. Und dementsprechend, das ist auf jeden Fall auch ein cooler Boot. Auch nicht unbedingt super wintertauglich, weil erstens mal habt ihr natürlich diese Wildleder, Wildledermaterial, dieses Wildledermaterial und zweitens ist auch dieser Schuh nicht gefüttert. Dementsprechend kann man den im Winter tragen, aber dann entweder mit dickeren Socken oder das Ganze imprägnieren, wäre auf jeden Fall auch sinnvoll, so dass man das Wildleder auf jeden Fall nicht versaut, falls ihr ähnliche Schuhe habt. Auf jeden Fall ein sehr, sehr schöner Schuh. So, kommen wir zum nächsten Paar Boots und die sind auch schon gut eingelatscht, aber ich mag das sogar teilweise. Bei Boots finde ich, ist es, wenn die ein bisschen abgelatscht sind, auch gar nicht so schlimm. Dementsprechend, das hier ist auch ein Saint Laurent Boot, den trage ich gerne zu Mänteln ganz gerne. Das Ganze wirkt dann ein bisschen ja, klassischer, wirkt jetzt auf dem ersten Moment schon gut runtergerockt, aber es sieht wirklich sehr, sehr nice aus, wenn man ihn trägt und ja, gefällt mir extrem gut. Wie ihr seht, hier unten ist eine relativ harte Sohle, keine Gummisohle. Dann macht das beim Gehen immer so leichte Klockergeräusche. Bin ich eigentlich auch nicht so der Fan von, aber ist wirklich ein sehr, sehr cooler Schuh und ich finde, den kann man auch so cool zu so ja, Rockabilly, so Rocker-Outfits kombinieren.
schwarze Jeans, was weiß ich, Jeansjacke oder Biker-Jacket für den Sommer auf jeden Fall auch ein meiner Favorite-Schuhe. Aber auch den trage ich im Moment relativ selten. Aber wie ihr seht, ich habe ihn sehr, sehr viel getragen. Und wie gesagt, er ist gut runtergerockt, aber wie gesagt, das fühle ich bei dem Schuh extrem, extrem. Muss nicht jeder mögen, aber ich mag das. So, kommen wir zu dem nächsten Paar und auch das hier sind Saint Laurent Schnürschuhe, Boots, die ich mir vor Jahren auch mal Secondhand gekauft habe. Das besondere Merkmal ist innen drin, und zwar hat man innen drin so einen silbernen Reißverschluss. Ist ganz nice, ist wirklich sehr hochwertiges Leder, wirkt auch besonders, ich sag mal, schwer der Schuh, ist wirklich ein massiver Schuh, Gummisohle unten drunter, macht das Ganze echt gut, tragbar und komfortabel und ja, ist ein sehr, sehr nicer Schuh. Allerdings, wie gesagt, der ist so ein gutes Mittelding. Also ist schon komfortabel, aber man merkt auch, dass es ein schwerer Schuh ist und das ist auch einer meiner Favorite Schnürer und zwar auch von Saint Laurent. Aber ich habe vor kurzem eine sehr, sehr nice Alternative bekommen und zwar muss ich sagen, den Schuh trage ich wesentlich, wesentlich gerne aktuell, lieber aktuell als den Saint Laurent Boot, weil er einfach viel komfortabler ist. Er hat auch innen drin, und zwar ist das ein Nubik-Schnürschuh, sehr, sehr nice, ist nicht ganz so schwer, hat eine komplette Gummisohle, wohingegen bei einem Saint Laurent Schuh dementsprechend teilweise noch Holz dazwischen ist. Ist super komfortabel, super leicht und wirklich das Leder ist super, super soft. Ist jetzt hier auch keine, wo ich jetzt sagen muss, ich mache dicke Werbung für, aber ich kann euch das echt empfehlen, falls ihr Boots für den Winter sucht. Das sind wirklich die optimalen Winterboots, finde ich persönlich. Sind allerdings nicht gefüttert, aber auch nicht allzu dünn, sodass ihr da auf jeden Fall mit ein paar dickeren Socken und wenn ihr das Ganze noch vielleicht impregniert, auf jeden Fall gut durch den Winter kommt. Ist ein sehr, sehr schöner Schuh und auch hier habt ihr innen drin den Reißverschluss, wohingegen ich das sogar so ein bisschen nicer und dezenter finde. Ich bin dieser Reißverschluss, wenn man den so sehr sieht, nicht so der riesige Fan von. Macht das Ganze natürlich super bequem zum, ich sag mal, anziehen, weil man muss das Ganze nicht immer aufschnüren. Das ist wirklich lästig, wenn man das Ganze wieder aufschnüren muss. Und dieser Reißverschluss ist super praktisch und ist ein sehr, sehr schöner Schuh. Kann ich wirklich jedem nur ans Herz legen. So Leute, und dann kommen wir schon zu meinem letzten Paar Boots, wo ich sagen muss, die sind wirklich für die kalten Wintertage bei mir gedacht. Ich freue mich schon extrem, wenn es anfängt zu schneien. Und zwar sind das so richtig geile Wanderboots. Und zwar sind die von der Collabo Dime mit Gant zusammen. Die gibt es dann auch noch mit anderen Schnürsenkeln, beziehungsweise sind noch mit dabei. Ich habe hier diese beigen Schnürsenkel reingemacht. Und es ist wirklich ein super schöner Schuh. Gerade aktuell, wie gesagt, habe ich noch nicht das Wetter dafür gefunden, beziehungsweise die Situation gefunden, dass ich den Schuh tragen konnte. Er ist auch noch ungetragen, aber es ist wirklich ein sehr, sehr nicer Schuh und ich wünsche mir wirklich einfach mal ein bisschen Schnee und ein bisschen kalte Zeit, sodass ich den Schuh ein bisschen tragen kann. Wirklich sehr, sehr nice. Gefällt mir extrem gut. Und wie ihr seht, das hier mit dieser Schutzschicht über dem Leder ist man wirklich ideal präpariert für kältere bzw. nasses Wetter und ist ein sehr, sehr schöner Schuh. So Leute, und wie ihr seht, das waren jetzt hier meine Favorite Boots. Ich habe euch wirklich meine All-Time Favorite Boots gezeigt, die ich aktuell in meinem Schuhschrank habe. Sind sehr, sehr schöne Schuhe dabei. Manche davon kann man noch kaufen, manche nicht. Was es davon noch zu kaufen gibt, habe ich unten in die Infobox gehauen. Könnt ihr euch gerne abchecken, ob ihr da Bock drauf habt. Wie gesagt, diese ganzen Saint Laurent Sachen sind immer saisonabhängig. Die kriegt ihr leider nicht mehr, aber die Alternativen oder die anderen Varianten, die es noch zu kaufen gibt, hau ich auf jeden Fall unten rein. So, und ja, das war's an der Stelle auch wieder. Und heute habe ich auch wieder eine Kleinigkeit für euch im Weihnachtskalender. Und zwar, ich hole das mal eben kurz. So Leute, und zwar habe ich heute auch nochmal ein Parfüm für euch. Und zwar für einen Tony Guard. Ich muss dazu sagen, euch wundert das bestimmt, dass ich so viele Parfüms verschicke, beziehungsweise verschenke. Aber das sind alles teilweise Dinge, die ich hier am Start habe und bevor die bei mir einfach nur rumliegen, denke ich mir, kann ich die einfach an euch weitergeben. Ich habe ein kleines Weihnachtskalender-Geschenk für euch und ihr habt ein bisschen was davon. Dementsprechend auch hier wieder, lasst einen kleinen Kommentar da, lasst ein Follow da und dann seid ihr schon im Topf für diese Geschichte. Guckt einfach immer unter dem letzten Video, beziehungsweise unter dem Video, was quasi eine Woche her ist. Da findet ihr immer den Gewinner, nur damit ihr auch Bescheid wisst. Auch das hier könnt ihr heute gewinnen. So Leute, und dann war es das auch heute wieder. Ich hoffe, euch haben meine Boots auf jeden Fall gefallen. Wie gesagt, sind teilweise gebrauchte und teilweise neue Boots, aber
sind sehr, sehr coole, ja, Sachen für mich, die ich einfach gerne trage. Und vielleicht findet ja der eine oder andere darin ein bisschen Inspiration. Dementsprechend sehen wir uns morgen wieder. Leute, peace, ciao.